Der Seehafen von Newcastle upon Tyne. Hier kommen die großen Englandfähren aus den Niederlanden an. Newcastle upon Tyne ist auch Stützpunkt der englischen Offshore-Industrie. Die E.ON Ruhrgas startet an diesem Ort ein ehrgeiziges Projekt. Sie baut ihre erste eigene Offshore-Förderplattform für das Babbage-Erdgasfeld. Das Babbage-Projekt soll den Energieversorger aus Essen unabhängiger machen von Erdgaslieferungen aus dem Ausland. Offshore, das bedeutet mitten im Meer. Und für das Babbage-Projekt bedeutet das ca. 80 Kilometer vor der südostenglischen Küste in der britischen Nordsee. Nach 9-monatiger Bauzeit ist die Förderplattform fast fertiggestellt. Sie ist für den Energieversorger mehr als nur eine Investition. Sie ist Teil der Strategie, immer mehr Gas aus eigenen Quellen zu fördern. Es ist das erste Projekt, wo wir federführend als Operator tätig werden und Produktion nächstes Jahr im April aufnehmen wollen und jetzt auch wirklich sichtbar das EMP-Geschäft durchführen. Das ist fantastisch. Wie bei vielen anderen Großprojekten, so gibt es auch hier Höhen und Tiefen. In den letzten 9 Monaten haben der Projektverantwortliche Felix Lerch und seine Mannschaft nicht nur gegen das schlechte Wetter gekämpft, sondern auch gegen die Auswirkungen der Finanzkrise. Die ausführende Baufirma ist von der Finanzkrise nicht verschont geblieben. Das bedeutet, dass der Baubeginn sich immer wieder verzögerte. Für Felix Lerch und sein Team wurde es eng. Krisenmanagement war gefragt. Das heißt, für uns tickt die Uhr. Wir sind jetzt dabei, mit Tag- und Nachtschicht inklusive Wochenendarbeit dabei diesen Verlust an Zeit aufzuholen, um halt zeitnah bis Mitte September diese Plattform fertig zu haben. Die Strategie ging auf. Die Arbeiten sind nach 9 Monaten so gut wie abgeschlossen. Die Plattform kann aufs Babbage-Feld geschleppt werden. Namenspatron für diese 300 Millionen Euro Investition ist Charles Babbage, englischer Mathematiker und Pionier für Rechenanlagen aus dem 19. Jahrhundert. Die Stimmung ist gut unter den 250 Spezialisten aus ganz England. Sie bereiten die fußballfeldgroße Plattform auf diese Reise zum Babbage-Feld vor. Obviously, we're at 250 now. Klar, jetzt sind wir 250 Leute. Als wir ursprünglich einmal angefangen haben, haben wir mit Stahlkonstruktionsarbeitern begonnen. Wir brauchen Schweißer, Gerüstarbeiter. Wenn es dann weitergeht, brauchen wir Anstreicher, um die Struktur zu lackieren. Für die Ausrüstung im Inneren brauchen wir Elektriker, Mess- und Regeltechniker, Fachleute für Instrumente, Anlagenmonteure und so weiter. Eine von 2 Hebetraversen. Sie wiegt 25 Tonnen. Sie soll auf das Wetterdeck gehoben werden. An diesem Hebegeschirr wird später die Plattform hängen. Ein mächtiger Kran hebt die Traverse vorsichtig in ihre Position. Jeder Handgriff muss sitzen. Du musst es noch etwas nach links schwenken, dann ist es gut. Noch 5 Meter. Hier sind Fingerspitzengefühl und Präzision gefragt. Der Schäkel wiegt allein 400 Kilogramm. Durch ihn werden später die Stahltrosse gezogen. John Cox, Projektingenieur, inspiziert derweil die Mannschaftsunterkünfte 3 Stockwerke tiefer. In den ersten 2 Jahren werden rund 15 Menschen auf der Plattform arbeiten. Sie müssen versorgt werden. Später wird der Betrieb ferngesteuert von der Küste. Die Küchengeräte müssen fest verankert sein, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden. Oh, eine Kartoffelschälmaschine. Ist doch klasse. Ich schäle noch mit der Hand.
Die Plattform muss heute für den Weitertransport gewogen werden. Ken Lister, Supervisor und Spezialist für den Einsatz von Schwerlasttransporten, bereitet seine Module für das Wiegen vor. Kein einfacher Job bei dieser gigantischen Größe. Was wiegt deine Plattform? Stimmt das rechnerische Gewicht mit dem tatsächlichen Gewicht überein? Fragen, mit denen sich Projektingenieur Andy Humphreys beschäftigt. Also nehmen wir alle Materialien ab, die Gerüste und die Reservematerialien. Wir nehmen alles ab, sodass wir nur das nackte Gewicht haben. Und dann setzen wir die Mehrwegtrailer unter das Modul, bocken es auf, dann lassen wir es eine Zeit lang ausbalancieren und erhalten ein echtes und akkurates Gewicht, was wir zu den Schwerlastkränen weitergeben. Das Gewicht ist eine wichtige Information für das Hebeschiff Tialf, das offshore auf die Plattform wartet. Die Mannschaft muss genau wissen, welches Gewicht sie an den Haken bekommt. Vor dem Wiegen das Morgenmeeting. Bauleiter John Cox bespricht die Wetterlage. Wie wird das Wetter heute? Diese Frage stand in den letzten 9 Monaten immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. Das Wiegen der Plattform kann nur bei Windgeschwindigkeiten bis zu 22 Meilen pro Stunde stattfinden. Für heute verheißen Tiefausläufer mit aufkommendem Wind und Regen nichts Gutes. Schlechte Aussichten für John Cox, der mit dem Wiegen und dem Transport an dem Verladekai unbedingt heute beginnen muss. Denn Zeit ist Geld. John Farman ist bereit zum Wiegen. Die Schwerlastmodule werden in Position gebracht. ...28 Achsen werden vorsichtig eingepackt. Jede von ihnen kann bis zu 40 Tonnen tragen. Millimeterarbeit. Der letzte Trailer kommt auf seine vorgesehene Position. Jetzt spielt das Wetter plötzlich nicht mehr mit und macht der Mannschaft einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Wind frischt auf. Der angekündigte Tiefausläufer hat die Werft in Newcastle erreicht. Wir haben im Augenblick Böen von 45 bis 50 Meilen pro Stunde Windgeschwindigkeit. Das soll heute Abend schwächer werden. Der Plan ist jetzt, dass wir das Wiegen auf morgen früh verschieben und mit dem Verladen am Nachmittag um 17 Uhr beginnen, wenn die nächste Flut kommt. Evanton, 630 Kilometer entfernt an der schottischen Küste. Ein gigantischer Rohrestrang von 1 Kilometer Länge wartet darauf, von dem Verlegeschiff Apache zu einer haushohen Rolle aufgewickelt zu werden. Die neue Pipeline wird das Erdgas von der Babbage-Plattform an Land transportieren. Für diesen Job müssen wir insgesamt 28 Kilometer aufspulen. In einer Stunde ungefähr 1 Kilometer. Dann müssen wir unterbrechen und schweißen, was weitere 1,5 Stunden dauert. Wir verbinden dann 2 je 1-Kilometer-Stücke miteinander. Dann machen wir wieder 1 Stunde weiter für den nächsten Kilometer. Insgesamt werden heute 14 Kilometer Stahlrohre aufgespult. Auf dem Babbage-Feld kommt der Leitungsstrang dann von der Rolle und wird als Unterwasser-Pipeline verlegt. Das Gas aus dem Babbage-Feld strömt dann durch diese Leitung und eine Armaturenstation in die BP-Leitung, über die das Gas dann in Dimlington, nördlich von Great Yarmouth, angelandet wird. Ein herkömmliches Verlegeschiff schweißt eine Anzahl von Rohren an Bord zusammen und verlegt diese dann während der Fahrt. Es schafft nur wenige Kilometer pro Tag. Das ist ein sehr kostspieliges Verfahren. Der Vorteil des Rollenverlegungssystems ist die Geschwindigkeit. Wir können die Rohre schneller verlegen. Für uns wird die Arbeit an Land erledigt, was billiger ist. Es gibt dabei keine Probleme mit dem Wetter, keine Fahrzeiten mit den Schiffen. Wenn wir die Rollen an Land in einem Arbeitsgang aufgeladen haben, können wir losfahren. Und dann können wir sie sehr schnell verlegen. Diese Arbeit ist effizienter als bei einem herkömmlichen Verlegungsschiff.
Zwei Stunden später ist der Spulvorgang abgeschlossen. Die letzten 14 Kilometer für die Babbage-Unterwasser-Pipeline liegen fertig auf der Rolle. Und es heißt jetzt, Leinen los. Mit einsetzender Ebbe macht sich die Apache auf den Weg zu ihrem letzten Job. Ja, dieses Schiff verlegt jetzt seit 30 Jahren Rohre in der Nordsee. Dies ist der letzte Job. Die Ausrüstungen kommen auf ein neues Schiff. Unter den Klängen eines schottischen Dudelsacks wird die Apache standesgemäß verabschiedet. A pipe for the pipe. Für John Cox beginnt dieser Tag in Newcastle wie fast jeder andere in den letzten 9 Monaten. Was er bringen wird, wird sich zeigen. Jeder Tag bringt Überraschungen. Es ist noch gar nicht klar, was der heutige Tag bringt. Not quite sure what today will bring. Heute darf es keine Überraschung mit dem Wetter geben. Eine weitere Verzögerung kann teuer werden. Der Termin mit dem Installationsschiff in der Nordsee muss eingehalten werden. Die Miete beläuft sich auf bis zu 600.000 Euro pro Tag. Alles ist für das Wiegen vorbereitet. Das Wetter sieht gut aus. Die Windvorhersagen sind akzeptabel. Der Wiegeprozess kann beginnen. Der Gigant wird vorsichtig von seinem Sockel gehoben. Für John Farman ein Routinejob. Er steuert die Schwerlastmodule präzise und vorsichtig mit nur einer Steuerung. Der Riese verlässt seinen Sockel. Die gigantische Stahlkonstruktion wird vorsichtig ausbalanciert. Die Wiegezellen erfassen das Gewicht. 1850 Tonnen bringt der Riese auf die Waage. Nun beginnen die Vorbereitungen für den Abtransport zum Verladekai. Dort wartet ein hochseetaugliches Ponton auf die Förderplattform. Es ist ein sehr langsamer und sorgfältig gesteuerter Vorgang. In dieser Zeit passiert nichts sonderlich schnell. Wenn es also irgendwelche Fragen, irgendwelche Sachen gibt, da stehen 20 Leute verteilt, die nur aufpassen, was passiert. Gibt es irgendwelche Probleme, dann haben wir einen Alles-Stopp-Code. Dann wird alles so lange gestoppt, bis das, was auch immer das Problem war, schließlich behoben ist. Wir erwarten keinerlei Probleme. Es ist schon viele Male zuvor so gemacht worden. It's been done many times before. It's a very controlled process. Should all go very well. 4 Schwerlasttrailer nehmen den Giganten behutsam Huckepack. 1850 Tonnen Stahl auf dem Weg zum Verladekai. 300 Meter in 45 Minuten. Kilometer südöstlich in der Nordsee wartet der größte Schwimmkran der Welt, der Tialf, auf die Ankunft der Babbage-Plattform. Sein Name stammt ab von Tialfi, dem Diener des Donnergottes Thor. Seine technischen Daten sind beeindruckend. Die Gesamtlänge des Tialf misst gut 200 Meter, bei einer Breite von knapp 90 Metern. Das entspricht den Ausmaßen von 2 Fußballfeldern. Tialf verfügt über 2 Kräne, die im Doppelhub bis zu 14.200 Tonnen heben können. Am Deck herrscht Hochbetrieb. Gearbeitet wird rund um die Uhr. Ein wackeliger Korb, der Crew Basket, wird vorbereitet. Schweißer machen sich fertig. Der Tialf hat für diesen Job 300 Mann Besatzung an Bord. Davon sind über ein Drittel malaysischer Herkunft. Viele von ihnen arbeiten bereits lange Jahre für Herrimer. Ihre Verträge sehen in der Regel 3 Monate an Bord und 6 Wochen Ferien vor. Sie werden die letzten Vorbereitungen treffen für das Rendezvous mit der Förderplattform. Die Jackets, die Beine der Plattform. Sie wurden in den Niederlanden gebaut und fest auf dem Meeresboden verankert. Die Beine sind mit einem hochwiderstandsfähigen Korrosionsschutz behandelt worden. Sie müssen jahrzehntelang dem aggressiven Salzwasser widerstehen. Die Arbeiten gehen bis tief in die Nacht.
Und gleich sehen Sie, wie der Tierhalf als größter Schwimmkran der Welt die Babbage-Plattform an den Haken nimmt. Heute